Hallo Freunde! Hallo Basler! Meine Riemen sind gekommen. Diese beiden Röllchen baue ich noch. Werde ich euch gleich zeigen. Viel Spaß beim Zuschauen. Seht ihr, ganz einfach. Heute sind meine beiden Gurte gekommen. 18 mm breit. Und ich habe euch ja letztes die Schiene gezeigt hier unten. Wird unten durchgeführt. Vom linken geht da rein, vom rechten geht da rein. Und dann zieht man das so fest. Und jetzt hat man die Möglichkeit, hier auch schön langsam zu führen. Ideal wäre jetzt noch, ich habe letztens irgendwo gesehen, da gibt es ein Teil, das kann man hier zukaufen. Und dann kann man unten mit dem Fußtaster, kann man den Schrauber drehen. Auch dann eben ganz langsam, wie ihr seht. Und dann kann man vernünftig führen. Aber ob die Ansche sich das noch zulegt, das weiß ich nicht. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal hier so weit ganz gut, dass ich selbst hier drauf, dass ich noch nicht einmal die Schiene hier oben hinsetzen muss. Ich habe den Schlitten jetzt so weit gemacht, dass man ihn weiter rausholen kann, dass man jetzt hier drauf seine Wicklung erstellen kann und da oben noch weiter hin basteln kann. Mal einfach losmachen. Zack, los, zack, los, Akkuschrauber raus und da ganz einfach, wenn man die Mische nicht braucht, den Stift raus und dann zack. Ganz einfach. Not macht erfinderisch. Und tschüss. Ach nein, vergessen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein und weg. Tschüss. Winke, winke.